Hallo, hallo zusammen. Ja, ich habe mir gedacht, weil doch einige Leute an einigen Bahnhöfen ein bisschen Probleme haben. Entschuldige, stand ich hier im Weg? Oder Passat. So, wir gehen mal lieber hier hin. Und dass ich so mal die Besonderheiten und die Feinheiten von den Bahnhöfen zeige. Von den Stellwerken, Entschuldigung, nicht Bahnhöfe, Stellwerke. Das heißt, wir sind jetzt in Opossoprolin. Ich habe es falsch gesprochen. Ich muss gleich nochmal lesen. Hier ist die Besonderheit. Wir haben hier einen Bahnsteig. Hier haben wir keinen Bahnsteig, obwohl wir hier ein Gleis haben. Ja, hier ist ein Bahnsteig, hier ist kein Bahnsteig. Sowohl die Züge, die von da kommen, müssen hier, Leute haben hier einen Aufenthalt und Züge, die von hinten kommen, haben Aufenthalt. Das große Problem ist immer, ich zeige euch das mal eben auf der Karte. Die habe ich da. Dass du bin ich überhaupt den richtigen? Ja, ich bin schon den richtigen. Dass du quasi hier einen Schnellzug hast, einen langsamen und einen Schnellzug. Hier sind die jetzt in der richtigen Reihenfolge. Wenn man Pech hat, hat man den vorne. Also vor den beiden Schnellzügen. Das heißt, normalerweise müsste dieser Bahnhof hingehen, den quasi eben an der Seite nehmen, Schnellzüge durch und hinterher schicken. Machen die meisten nicht. Die schicken die einfach durch. Und dann hast du hier das Problem. Von hier kommt Zug, der Aufenthalt hat. Und von hier kommt ein Zug, der Aufenthalt hat. Und dachte ja natürlich, ja, ist ja kein Problem. Dann lässt du den hier rein. Dann kann der anschließend wegfahren. Und dann lässt du die zwei durch und dann lässt du von oben den rein. So, und wenn wir uns jetzt den Fahrplan angucken. Das ist immer derselbe. Der hat Abfahrt 14:02, der hat Abfahrt 14:08. Der hat Durchfahrt. Ja, das ist einer der schnellen. Das sieht man an die vierstellige Nummer. Um 14:06. Der kommt um 14:14, ist aber meistens schneller. Das ist der erste, der kommt. Warum das jetzt so umgesprungen ist, weiß ich nicht. Jetzt haben wir 14, ja genau. Das sind die richtigen aktuellen Zahlen. Hier kommt einer 12:54. Das Dumme ist bloß, die Reihenfolge, die hier steht, die ist nicht so, wie sie kommen. Der Zug ist zum Beispiel. Moment, muss ich wieder raus, sonst kann ich das nicht zeigen. Doch. Der Zug, der um 14:02 abfährt, der kommt von hier oben. Der Zug, der um 14:08 fährt, kommt von hier unten. Das heißt, der müsste zuerst und dann müsste der. Jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Ich könnte natürlich den hier zuerst reinnehmen. Dann würde ich aber den hier 6 Minuten Aufenthalt. Da müsste ich den 6 Minuten festhalten. Der würde dann stehen, bis der abgefahren ist, bis er rausgefahren ist, ist 14:10 Uhr. So, dann sind es nicht nur 6 Minuten, der hat dann auch noch Aufenthalt. Versteht ihr? Dann bist du bei 11 oder 12 und da ja die Schnellzüge dahinter sitzen, muss ich die erstmal durchlassen, weil die sind dann total verspätet. Die muss man, also quasi, die haben immer höchste Priorität.
So, und dann steht der Zug hier nicht bis 8 nach, sondern bis 15 nach. Also der hier. Dann hat er über 10 Minuten Verspätung. Das kann man nicht machen. Deshalb muss man immer gucken, wie mache ich das am besten? Und wenn die Bahnhöfe vorher nicht gut gearbeitet haben, dann habe ich hier ein großes Problem. So, also wäre folgendermaßen. Der müsste dann hier in den Bahnhof rein. Dann habe ich hier den einen stehen und zwei Schnellzüge dahinter. Die sind ruckzuck dran, auch wenn das auf der Karte dann noch so weit aussieht, aber die sind auf dem Stück. Also wenn der langsame hier ist und der Schnellzug kommt hier rein, ja, bis der hier ist, ist der wirklich hinter dem. Der ist hinter dem. Zweites Problem ist, von hier kommen auch Schnellzüge. Halte ich den bis 10 nach fest, dann habe ich hier zwei Züge stehen, die ich aufhalte. Dann halte ich drei Züge auf. Und ich sehe gerade, hier hat einer Scheiße gemacht, ne? Guckt euch das an. Alle Gleise in eine Richtung. Das ist verkehrt rum. Da hat doch einer rumgebastelt. Ich krieg's jetzt, das muss die andere Station machen. Wenn da ein Zug kommt, dann wird er das gleich löschen und wird's umdrehen. Das hast du natürlich auch, dass die Leute kommen und einfach. Ich hatte auch schon einen Bahnhof, da war die Pfeile in der Richtung und hier beide Pfeile in der Richtung. Das heißt, da können gar keine Züge hinkommen. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, der musste den. Wenn. Moment, mal gucken. Wenn die Züge jetzt. Da haben wir nämlich dieses. Er ist da. Er ist da. Wenn er hier in dem Bahnhof ist, müsste der eigentlich anfragen, dass er ihn reinschicken kann. So, bis dahin habe ich. So. Was haben wir da oben? Der fährt geradeaus. Ah, das sieht alles ein bisschen. Also die hier brauchen noch eine halbe Stunde bis hier unten. Das ist ein langes Stück. Auch hier, das ist ein relativ langes Stück. Schnellzug, Schnellzug, langsamer. Wisst ihr, was ich meine? Und der hält beide auf. Die kriegen ihren Fahrplan nicht hin, weil der vor ist. Weil er gepennt hat. Kommen wir auch noch zu. Ist wieder. Opozno Polutne. Polutni. Opozno. Opozno Polutni. Ich glaube, so wird es richtig gesprochen. So, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Zum Glück sieht man, wenn hier was blinkt. So viel zur Erklärung. Ja, da ist die Anfrage. Ist der Streckenflug frei? So, Pilovic. Muss ich den eben hier 4.1.1.20 auf Gleis 2 ist frei. Das ist die Anfrage fürs Stellen. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie es gestellt wird. Weil ich kann nicht stellen. Da muss von der anderen Seite muss die Anfrage kommen. Gleis 2. Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3, Gleis 4. Und in den Links seht ihr auch.
Gleis 1 oder 4. Also könnte auf beide. Da ich aber auf Gleis 1 oder Petron 1, Gleis 4, das heißt das. Da ich hier keinen Bahnsteig habe, sondern nur ein Aussetzgleis, müssen die Züge, die von hier kommen, auch hier rein. Jetzt müsste aber langsam gleich die Anfrage kommen. 44? Ja, der hat mich schon ein paar, oh, der hat mich schon ein paar Mal gefragt. Na gut, die Kutscherei. Ja, da ist die Anfrage. So, jetzt muss ich den hier. Nee, gar nichts. So. Jetzt fragt er mich an. Richtungswechsel ausführen. Jetzt ist die Richtung gewechselt. Jetzt stimmt's wieder. Das heißt, jetzt schickt er mir gleich einen Zug rein. Da ist es. Jetzt, der schickt mir jetzt den Zug zuerst. So, von Itzowitsch. Er hat sich schon gemeldet, dass der Zug hier reinkommt. Der andere meldet sich auch gleich. Hier oben. Ich mach das mal aus. Da sieht man das so. Der erste ist gemeldet. Da ist der Zug auch schon. Und das ist der, können wir sehen, 14.125. Gucken wir im Plan. Da ist er. Der hat 2 Minuten nach Abfahrt. Nein, der ist das. Er hat 2 Minuten nach Abfahrt. Und wo die Streckenänderung jetzt gewesen ist, das wäre der. Er hat 8 Minuten Abfahrt. Also der muss auf jeden Fall zuerst im Bahnhof. Und da ist er auch schon. Oh. Der muss. Er ist jetzt früher. Ja. Aber er muss zuerst. Und er muss dann hier warten. Dann staunen sich aber schon wieder die Schnellzüge dahinter. So, jetzt müssen wir mal warten, wie es losgeht. Das sind so die Besonderheiten an den Bahnhöfen, die man. Da ist was umgesprungen. Der hat um 54 Durchfahrt. Der hat um 8 nach. Also, seht ihr. Ihr seht aus die Richtung aus, wo der kommt. Das sind die Zugnummern und ihr seht. Und von Itzikovic, die stehen alle hier. Itzikovic, die aus Itzikovic und nach Pilovic fahren. Die stehen alle hier. Die Nummern. Die andersrum, die von Pilovic kommen und nach Itzikovic fahren, stehen die Nummern hier hinten drin. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das hat man eigentlich schnell raus. So, man muss nur immer auf die Abfahrzeit machen. Das heißt, der wäre in 3 Minuten da. Wird aber von dem blockiert. So, das heißt, der hier müsste jetzt erstmal Einfahrt in den Bahnhof kriegen. Ja. Wir können hier jede Weiche auch von Hand stellen. Das dauert jetzt einen Moment. Jetzt schmeißt er die Weichen rum. So, Fahrstraße. Wir können zum Beispiel hingehen, diese Weiche hier auf Minus stellen. Minus heißt immer Abzweig. Ausführen. Man kann alles. So. Seht ihr? So, die kann man dann auch wieder gerade machen. Auf Plus ist gerade. Also für geradeaus. Genauso einzelne Signale kannst du sperren. Also
Genau wie das andere Stellwerk, bloß hier ist es elektronisch. Lässt sich auch alles machen. Wir können auch einzelne Signale, Beispiel hier, Ersatzsignal geben. Wenn ich das jetzt gebe, dann blinkt der weiß. Das muss ich dann zweimal machen, als Sicherheit. Das ist dann Sicherheit. So, jetzt haben wir schon das Problem. Da ist der schnelle Zug. Der muss um 44 durch. Kriegen wir gar nicht hin. Weil vorher der nicht quasi auf Seite genommen wurde und der vorgelassen wurde. Und das ist immer diese Sache, die man machen muss. Wenn du den jetzt hier sagst, oh, der muss jetzt schnell durch, ich lass den rein, dann hast du hier die Züge stehen. Und die hältst du noch länger auf, als wenn du den aufhältst. Dann muss man halt jetzt denken, okay, den einen halte ich auf, dann hat er jetzt ein langes, langes Stück, da kann der gute 5, 6 Minuten rausholen. Und ihr seht ja, wie schnell der hinterher ist. Ich habe die jetzt noch hier noch nicht drin. Das ist der erste, den ich drin habe. So. Der ist jetzt vor L. Da, er ist da. Manchmal ist es aber auch, dass du wirklich, zeig's hier, den von hier vorne aus, und da kommt der erst da hinten an. Der muss trotzdem zuerst. Der muss zuerst, sonst fällt dir die ganze Scheiße zusammen. Er bleibt immer bis zur Abfahrtzeit stehen. Egal. Wenn hier eine. Naja, was mache ich denn? So, der ist reingefahren. So. Der fährt um 2 nach ab und der fährt um 2 nach ab. Genau wie der. Der hat Abfahrt um 8 nach. Das heißt, der hat einen Aufenthalt bis 8 und der bleibt auch so lange stehen. Denkt nicht dran, dass der vielleicht früher abfährt. Der fährt um 2 nach ab und der muss steht dahinter und muss warten. Das muss man halt eben jetzt in Kauf nehmen. Andersrum wäre alles schlimmer. So, er steht da jetzt und um 2 Minuten nach fährt er ab. Dann habe ich die anderen alle da hinten stehen. Das ist hier das große Problem, was man hat. Halt eben, ich habe nur einen Bahnsteig und muss von beide Richtungen den Bahnsteig bedienen. Und ich habe Züge, die nicht in der richtigen Reihenfolge kommen. Weil irgendwann der hier, er fährt irgendwann vor dem oder der holt den hier ein und hängt dann dahinter und kommt nicht durch. Dann gehen wir aber als nächstes zu dem anderen Bahnhof, überspringen ein, oder den zeige ich euch dann nur ganz kurz. Dann machen wir eine ganz kurze Folge von. Dann zeige ich euch auch, was man da machen kann, damit, selbst wenn der eine gepennt hat, was man da halt machen kann. Da muss man natürlich dann auch wissen, was man macht. So. Da ist schon der 1422, der 4122 und der 4124. 3124. Und jetzt ist das, was ich sagte. 4122, 3124. Und der. Der muss jetzt warten, bis der raus ist. Dann kann der reinfahren und die zwei halte ich jetzt auf, weil die nämlich jetzt dahinter kommen. Da habe ich auch gleich. Da kommt der Virus. Jetzt haben wir das eigentlich das Glück, dass von hier keiner kommt. Hätte ich natürlich hingehen können und sagen, ja komm, dann halte ich den lieber auf.
Der holt die Zeit, die zwei, die holen die Zeit auf dem langen Stück raus. Also, das heißt, nachher, hier auf diesem langen Stück, kriegen die bis zu 6 Minuten plus, wenn die durchfahren können. Also, wenn ich die jetzt kurz aufhalte, ja, ist ärgerlich, aber es geht jetzt nicht anders. Dann zeige ich euch auch, wie man das vermeiden kann. Wenn du einen vernünftigen Stellwerker hast, der kann das vermeiden. Und schon im Vorfeld. So, 56, das heißt noch 6 Minuten, dann haut er ab. Ist ärgerlich für die anderen beiden, aber leider nicht unvermeidlich. Man kann nicht alles perfekt machen. Man kann es versuchen, aber es geht halt nicht perfekt. So, die anderen Schnellzüge sind. Und ihr werdet staunen, wie schnell die da sind. Aber da ist wieder langsamer, ne? Ne, da. Da sind sie nämlich wieder. Wieder zwei Stück hintereinander. Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell die hier sind. Ja, natürlich, man hätte jetzt auch sagen können, komm, du wartest jetzt, der ist 10 nach, aber um 10 nach. Wir gucken gleich mal um 10 nach. Wann haben die Ankunft? Wann? Ich ja nichts Falsches sag. Von Itzikowitsch kommen die. Also die kommen von Itzikowitsch. Das sind die zwei, Itzikowitsch. Der hat um 15:15 Abfahrt und der hat um 24 Abfahrt. Seht ihr jetzt, was ich meine? Wenn ich den bis 8 festhalte, 14:06. Ach so, das ist der 31:24. Gut, der hätte jetzt noch Zeit zu warten, die der nicht hat. 54, der ist jetzt schon 5 Minuten zu spät. Und das ist der Mist, den man dann hat. Egal wie du machst, es wird immer doof sein. Deshalb ist es schön, wenn dann jemand in einem anderen Stellwerk sitzt und das dann schon im Vorfeld ausbügelt. Dann heißt, ich halte den jetzt auf. Den halte ich auf. Den nicht. Jetzt habe ich nur einen, den ich aufhalte. So, und wenn ich jetzt den 14:08 vornehme, um die zwei durchzulassen, den 54 und den 6 nach, habe ich hier zwei Züge stehen. Weil bis der in dem Bahnhof drinne ist, bis der ganz abgefahren ist und der im Bahnhof drinne ist, haben wir 14, 15. Das heißt, ich halte beide auf. Die sind dann beide da, glaubt mir. Jetzt stehen alle hier. Ja, jetzt stehen sie alle. Der letzte ist. Ah, der fährt noch mit 20 km/h. So, 2 Minuten noch und dann fährt er ab. Und man muss sich versuchen, quasi an den Plan hier zu halten. Dafür ist er ja da. Ne? Dafür ist er da, damit man weiß, in welcher Reihenfolge die Züge durchfahren. Nur hier geht es halt nicht, weil Stellwerk vorher
Oder darf, das ist es ja, zwei Stellwerke vorher. Wer hätte das regeln können, dass alles vernünftig läuft? Dann hätten wir alle ohne Probleme durchrutschen lassen können. Das andere Stellwerk kann auch was machen, zeige ich euch nachher. Das zeige ich euch nachher. So, jetzt muss man erstmal warten, bis der abfährt. So viel Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Ist leider so. So, 14 Uhr. Und diese LWW, das sind, hier ist W und hier ist L. Seht ihr ja, L, A, N, O. Die ganzen Signale haben eine Nummer, ein Buchstabe. Hier A, B. Und anhand dieser Nummern kann man sich auch orientieren. Das sind so Sachen, die man nach der Zeit lernt. So, der steht vor W. Der steht vor W und der steht vor L. Das heißt, der fährt jetzt gleich ab. Der ist jetzt eine Minute nach, jetzt fährt er gleich los. Dann gebe ich den auch schon. Oh, machen. Ja, das ist, wenn man gewöhnt ist, hier hinzuklicken und dann immer Escape. So, den lasse ich jetzt schon rausfahren. Von da hinten kommt nichts. Ist nichts gemeldet, also lassen wir den abhauen. Er hat Ausfahrt. Er fährt auch schon. So. Weil jetzt wird es orange angezeigt, weil der muss über die Weichen fahren und das heißt, der hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40. Wenn wir den Knoten dann aufgelöst haben, mache ich dann erstmal die Folge Ende. Das war ja nur als Beispiel jetzt. Man ist viel Information, aber ist halt so. Okay, jetzt hat er freie Fahrt. Jetzt müsste er ganz raus sein. Ganz. Aber fast ganz. Würde ich schon mal dieses machen. Da kommt er. Nein, geht ja noch gar nicht. Ah, war zu schnell. So, ich kann schon mal hier, aber ausführen kann ich nicht machen. Ich muss warten, bis hier frei ist. Ja, also er braucht immer ungefähr 2 Minuten zum Ausfahren. Jetzt kann ich ausführen. Wir warten noch, bis der hier ausfährt. Damit ich euch das zeigen kann mit den Zügen hier. Das ist der 1427. Warum schmeißt er die Weiche nicht? Doch. So, jetzt aber. Okay, er kommt jetzt hier rein. Und wir haben 4 nach. Das ist jetzt egal. Dann mache ich aus, damit ich sehe, welcher kommt. Wenn ich den jetzt vorgelassen hätte, würde quasi dieser noch hier stehen. Nur zur Info. Und dann gucken wir mal, wenn der komplett abgefahren ist. Ja? Und wenn ich den jetzt vorgelassen hätte. So, er kommt jetzt in den Bahnhof reingefahren.
Weiß nicht, ob wir es sehen können. Ja, da kommt er. Da ist schon wieder einer abgefahren. Das heißt, der zweite Schnelle von der anderen Seite. Okay. Da müsste ich jetzt schon, den müsste ich jetzt schon durchwinken. So. Den haben wir jetzt aufgehalten. Der freie Bahn hat. Aber im Moment weiß die Weiche nicht. Ah, doch, jetzt. 6 Minuten nach. Und hätte durchfahren müssen um 54, ne? Das heißt, er hat jetzt 12 Minuten Verlust. Weil woanders jemand gepennt hat. Ist so. Der fährt 6 nach. Gut, den halten wir jetzt. Den haben wir jetzt nur maximal 1 Minute auf. Der Bot hätte jetzt auch so gearbeitet. Wer zuerst kommt, fährt zuerst rein. Dem ist es egal, wann die abfahren. Den haben wir jetzt gleich vorne. Ich halte den jetzt mal extra fest, nur um zu zeigen, wenn wir davon ausgehen, wenn wir den jetzt vorgelassen hätten, um die durchfahren zu lassen zu können, und den hätten wir jetzt hier stehen lassen. Er muss nämlich jetzt anhalten. Nur damit ihr einmal seht, wie es ist. Der kommt jetzt durch, geschmirgelt. Ja, der gibt schon richtig Gas, er hat schon wieder 80 drauf. 90 fast. Der steht noch nicht mal. Noch am Rollen. Warum fährt er weiter? Fährt der nicht zu weit? Nee. Ach, da ist das Signal. Er fährt genau bis zu dem Signal. Das kann jetzt optisch nur eine Täuschung sein, aber das steht schon ungefähr am Bahnhofsteig. Wir haben 8 Minuten nach. Der hätte jetzt sogar schon Abfahrt. Der hat jetzt 20 Minuten Verspätung dadurch. Den mache ich schon mal hier hin. Dann kann der auch schon mal losfahren. So, er muss noch warten, weil der ja eigentlich hier stehen würde, wenn ich jetzt andersrum gemacht hätte. Nur damit ihr mal die Zeiten vergleicht. Er fährt relativ pünktlich durch. So, die kann ich erst schalten, wenn der frei ist, der Block hier. Aber er kann schon mal vorrollen. Er kann schon mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Das geht jetzt recht schnell, bis er weg ist. Ja, das sind halt eben schnelle Züge. Das vergessen die meisten, dass sie so wirklich so extrem schnell sind. Die sind ruckzuck dahinter. Nur um euch das Ganze mal so zu verdeutlichen. So, er hätte jetzt Abfahrt. Jetzt würde ich den ja schon wieder abfahren lassen müssen. Aber dann wäre er schon wieder von einem Schnellzug. Das können wir nicht machen.
Und ihr seht, wie sich die Zeit dann immer weiter nach hinten verschiebt. Nur das Problem, oder sag ich mal, das einzigste Gute, sagen wir mal so, das einzigste Gute daran ist, du hast das einmal in der Stunde. Das ist immer so zwischen 10 vor und Viertel nach. Die restliche halbe Stunde oder 20 Minuten, da hast du nichts, da kommt nicht ein Zug. So, den lassen wir jetzt auch schon mal vorbereiten. Ich könnte jetzt auch hingehen, die Weichen von Hand schmeißen, dass die schon richtig liegen. So, der geht, ja, der ist da drinne. Und der ist frei. So, jetzt kann ich ihn abfahren lassen. Dauert es noch mit den Weichen, Moment. Deshalb sage ich, ich hätte die Weichen auch schon vorher schmeißen können. Jetzt wollte ich mal was gucken. Da habe ich letztens gesehen, da ist so ein extra Entgleisungsstück da. Ah ja, er schließt es dann. Er schließt die Bahn. Ja. Er schließt die, er macht die Schiene gerade. Weil sonst steht die nämlich offen. Hier ist nämlich extra so ein Stück, dass der Zug dann extra entgleist. Dass du den nicht in einen Schnellzug reinfahren lässt. So, er fährt weg. Wir haben keinen Ton irgendwie. Ach, ich habe den Lautsprecher nicht an. So, er wäre raus. Ja, alles klar. Er wäre raus. Jetzt. So. Der jetzt da hinten schon ganz weit weg ist. Den würde ich jetzt reinfahren lassen. Rein theoretisch. So, jetzt warten wir mal. 12 nach. Das wäre 14 nach. Könnte ich den dann erst durchschicken. Warten wir mal die 2 Minuten. Fährt der langsam rein. So, kommt hier vorne an. Darf ja nur 40 fahren. Ist doch jetzt egal, was weggefahren ist. Bis der losfährt, steht der hier. So, noch ein bisschen. Bisschen. Ja, jetzt ist er reingefahren. Jetzt ist er hier über die Weiche drüber weg. Ja, hier habe ich frei und jetzt kann ich den fahren lassen. Angenommen. Jetzt könnte ich den erst fahren lassen. So, jetzt haben wir 13 nach, ungefähr 14 nach. Wann hätte er durchfahren müssen? Um 14 nach. Das wäre sogar noch gegangen. Das wäre so, rein theoretisch wäre es sogar noch, hättet jetzt, im Moment hättet geklappt. Und die haben jetzt ihre richtige Reihenfolge. Da passiert nichts mehr. Wäre so gerade eben noch gegangen, dann hätte ich, aber ihr seht 14 nach, der hat 2 nach. Das ist egal wie. Der wird immer, wenn hier im Vorfeld nicht richtig gearbeitet wurde auf dem Stück, im Vorfeld, dann hast du hier immer das Problem. Du kannst da nichts dran ändern, es ist einfach so. Der auch gleich da ist, machen wir den schon mal, geben wir den schon mal bis hierhin frei. Weil hier frei ist, kriegt er den Rest freigegeben.
Und das ist, die langsameren Züge, die dürfen nur 125 fahren. Es ist halt so. Er darf 125 fahren und die fährt er auch. Aber der andere darf 200 fahren und das ist ein Unterschied. Deshalb ist er auch so ruckzuck an dem dran. Und wenn du den zuerst reinlässt, den hier warten lässt, um die durchzulassen, wäre eine Möglichkeit, dann hast du den. Es hat einer immer Verspätung. Ein Zug wird immer Verspätung haben. Immer. So, da ist frei, dann kann ich den durchfahren. So, damit habe ich. Ja, was ist weggefahren? Das ist jetzt egal. Es ist ja nur, um zu zeigen. So, die zwei Schnellen sind hintereinander, die tun sich nichts. Das heißt, an der nächsten kriegt er jetzt ein bisschen, wird er ein bisschen ausgebremst. Und dann fahren beide eigentlich im selben Abstand hinterher, mit derselben Geschwindigkeit. So, das war halt eben dieser Bahnhof. Das ist die Besonderheit an dem Bahnhof, weil man halt eben hier Züge hat, die hier rein müssen und von hier Züge hat. Wie man es nachher macht. Im Grunde genommen macht man immer verkehrt. Da muss man halt eben gucken. Nur der langsame Zug hier, der dann hier steht und wartet, der holt seine Zeit nicht mehr auf. Das schafft er nicht. Die hier, die fahren nachher, fahren jetzt hier mit 160 auf dem Stück und nachher dürfen sie nochmal 200 fahren. Die holen hier locker mal 3-4 Minuten raus. Das ist gar kein Problem mit dem Ding. Aber der Langsame, der in 125 fährt, wenn er Glück hat, kriegt er eine Minute. Und wenn er 20 Minuten Verspätung hat, dann kommt er ganz am Ende quasi hier unten mit über einer halben Stunde Verspätung an, weil er die Zeit nicht mehr aufholt. Ist nicht böse gemeint, aber da sollte man schon drauf achten. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in der nächsten Folge zu dem Bahnhof. Werde ich das aber so machen, dass ich dann die Aufnahme anfange, wenn halt wieder die Züge kommen. Das jetzt ist einer außer der Reihe. Die nächsten sind nämlich hier unten. Da ist der Langsame, da ist der Schnelle. Dann ist gar kein Schneller dahinter. Da sind nur zwei. Aber ihr werdet sehen, das wird schon, es wird genau so wieder auskommen. Dann zeige ich euch einen Trick, was man machen kann. Nur ihr müsst wissen, was ihr macht. Gut, dann würde ich sagen, für diese Folge war es das erstmal. Und als nächstes zeige ich euch dann den Napowka. Ganz einfach. Bahnhof? Hier kommen doch welche. Bin ich denn wirklich ganz oben? Da oben sind wir. Na, habe ich wieder gepennt. Den nächsten, den Pilowitsch. Das ist einer der langweiligsten Bahnhöfe, die es gibt. Erzähle ich euch aber was für. So, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mitgekriegt, was hier so wirklich zu machen ist. Worauf man ein bisschen achten muss. Weil am Anfang macht man viel falsch und dann ärgert man sich, ach Gott, jetzt sind das alles Bots, das war jetzt nur ein Spieler. Wenn du jetzt aber hier wirklich auf Server 1 oder 2 spielst, wo wirklich jeder Zug oder ich sag mal 90% der Züge sind besetzt, das sind Spieler. Ne? Ihr wisst, dann ist es ganz schnell, dass die dann, ja, was ist denn da los? Und, ja, und das muss ja auch nicht sein. Man kann es nicht jedem recht machen, aber man sollte es wenigstens versuchen. Gut. Lange Worte, kurzer Sinn. Bis zur nächsten Folge. In Pilovic. Macht es gut.